Zach, this case looks like it's directly related to us. I do not know how yet, but I do know I need some coffee. George said he'd have someone pick us up in the parking lot. Let's get some breakfast with Polly first. Ja, ich freue mich sowas von auf Polly. Einen Anzug? Nee, hier könnten wir nochmal pennen. Wir sind aber ausgeruht. Hunger müssten wir tierisch haben. Theoretisch. Lass mal kurz in den Kasten gucken. Ich hoffe, ich habe mal... Also, habe ich meine Waffe noch? Okay, da, das habe ich... Ja, okay, das habe ich in den Kasten gepackt. Panda-Bier. Panda-Bier? Oh, kostet aber viel. Aber... Ich meine, die Knarre habe ich ja an sich schon. Leuchtsignale. Damit können wir, glaube ich, gleich, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Auto rufen. Aber Leuchtsignale haben wir ja. Warte mal, kann ich was... Ja, ja, okay. Habe ich denn überhaupt... Okay, die Dings habe ich noch da, sonst habe ich aber weiter nicht. Ich werde mal spaßeshalber... Ich werde mal spaßeshalber den Säbel kaufen, mal gucken. Mal gucken. Ich meine, der ist teuer. Aber wir haben halt 5000. Ich weiß nicht, wie viel Kohle wir noch brauchen. Kann das sein, dass wir das hauptsächlich für Essen oder so ausgeben müssten? Okay. Nee. Ich weiß nicht, habe ich das jetzt schon... Okay, eingesteckt? Habe ich das jetzt schon am Mann? Habe ich sogar. Ich hoffe halt, der hält lange, ne? Nicht, dass das jetzt ein totaler Fehlkauf war, aber für 600... Möchte einiges aushalten. Okay, dann gehen wir mal essen. Wahrscheinlich wieder ein sehr weirdes Gespräch mit der guten Dame. Ich kann es mir zumindest gut vorstellen. Ach so, ja. Mir ist aufgefallen, das Rasieren bringt halt hier in dem Spiel wirklich was. ich würde ihn aber gerne so mit 3-Tage-Bart ein bisschen lassen, ein bisschen wuchern lassen, ne? Weil sonst sieht er eher aus wie Bubi. So gefällt er mir aber allerdings ganz gut. Ging es jetzt nur raus? Ja, ich kann halt nicht... Anscheinend hier nicht so wirklich mit Elan durch die Dings. Aber wir sind doch gerade erst so viel Stand. Hello there. Did you need something? No, I was just passing by. I didn't think anybody else was here other than Polly. The door opening like that just... It surprised me, that's all. I'm Kaysen, Forrest Kaysen. Nice to meet you. I travel a whole lot, you see, selling tree saplings. Just the usual salesman doing the usual road trip. Sometimes I feel, I don't know, like a jolly old bumblebee spreading pollen. FBI Special Agent Francis York Morgan. I get it. You're the special agent Scarface that everyone's yakking about. Nice to meet you, Francis. Special Agent Scarface? I'd need a bigger scar to live up to that name. Call me York. That's what everyone calls me. What? You got it. York. Is this your first visit here, then? No, sir. Actually, I've been coming here once or twice a year for, oh, a while now. I don't get much business here, but it sure does make a fine vacation. I mean, it's a gorgeous hotel at a bargain price. It's so relaxing in these parts, too. Oh, I just love all the nature. I feel so relaxed here. Say hi to Willie. Oh, don't worry. He's a good boy. Do you like dogs? Hey, Willie. How are you doing? He's pretty smart, too. Oops, before I forget, let me give you this. It's just a sample of what I sell. Thank you. How kind of you. So, what brings the old FBI out here? Sounds like more than just a vacation. A murder, actually. The perpetrator is still out there. Try to stay indoors at night and during the rain. We want to prevent it from happening again, okay? Oh, it's a darn shame. Places like this used to be the safest in America. Could I ask you something? Do you know a lot about seeds?
Seeds? Gardening, huh? You don't look like a green thumb, but let me tell you though. I'm pretty much the only one who can make those saplings sprout. There's a trick to it that can't really be passed on, you know? It's like, oh, the secret of making a good smoked ham, something like that. But you know, once they sprout, you don't need to do much. You can leave it be, and why, it'll turn into a big tree no matter what happens. Kind of like those stocks that politicians buy that just keep growing and growing. Well, you just wait and see. This town is gonna love them. Right. We were just about to go take a morning stroll, so I'll get going. Good luck now with that case. Thanks. Zach, do you remember what the coffee said? Forest Kaysen. F.K. This show has just begun. Okay, das finde ich schon wieder nice, weil ich habe mir überlegt, so, okay, wir haben ja den Red Seed Killer und rote Samen und das Ding sah halt so ein bisschen, naja, von den Blüten so ein bisschen ähnlich aus von dem, was wir gefunden haben. Aber jetzt nochmal diesen Bogen zu spannen, den wir ziemlich am Anfang hatten, wo wir halt ins Hotel gekommen sind mit dem im Café, was ich ehrlich gesagt schon komplett wieder vergessen habe, ist nice gemacht. Also das, was ich auch zwischenzeitlich mal mir angelesen habe, dass, naja, was kritisiert wird, was ich auch schon kritisiert habe mit dieser hakligen Steuerung und dass das optisch nicht so, ne, gerade für, ist wirklich 2013 rausgekommen, zumindest die Version, was schon überarbeitet ist, so von der Optik, naja, soll ihn aber nicht weiter stellen, ich mag ja eh altes Spiel, deswegen ist es relativ egal, aber so, dass das von der Story halt echt, echt geil sein sollte und wenn man jetzt schon mal sieht, dass so ein Bogen jetzt am Anfang schon so gespannt wird, was dann vielleicht auch noch sonst kommt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, hatte ich mir zumindest überlegt, wo mussten wir denn hin zum Kaffee, zum Essen hier, kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir vielleicht eine Möglichkeit haben oder vielleicht denken, dem Mörder auf der Spur zu sein, ist vielleicht ein bisschen vorhersehbar, aber dass dann trotzdem die Person auch tot aufgefunden wird und wir dann nicht unbedingt bei Null sind, aber dass das halt so ein Überraschungsding sein sollte, ne? So, ich gehe mal rein, weil wir haben Hunger, wir haben richtig Hunger. Breakfast looks as good as yesterday's. I hope you enjoy it. I will, and thank you. I just met Kaysen, actually. Oh, good old Mr. Kaysen. Did he give you a sapling? As a matter of fact, he did. Don't tell me he gives one to everyone he meets. No, no. Only to the people he feels comfortable with. He told me. He must feel really comfortable with me. He must. Is there anyone he hasn't given a sapling to? Mustard? Okay, I'll just get it from the kitchen then. No, mustard has nothing to do with it. I was wondering if you know of anyone that Kaysen didn't give a sapling to. Oh, too much pepper. I did think it might be. I'm sorry. Oh, Zach, I forgot. We'll never get anything out of her, will we? Forrest Kaysen. He's hiding something. You think so too, right, Zach? But no need to rush. All secrets are hidden until they are inevitably divulged. The powers of entropy. The world exposes everything and causes chaos. Just like this coffee. Kann ich noch mal? Anscheinend nicht. Okay, wir sind aber wieder sehr stabil. Die Frau, ich weiß, das soll wahrscheinlich sehr lustig gemeint sein oder so, aber ganz ehrlich, die Frau ist halt eher nervig. Gerade weil man, ne? Ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie im ersten Moment nicht vorstellen, dass er wirklich der Killer ist. Kann auch sein, dass er Komplizen hat, so von der Statur würde es halt auch gar nicht zu dem passen, der uns begegnet ist, falls das nicht unser innerer Dämon eher ist, weil das, was wir halt sehen, passiert ja nicht in der Wirklichkeit, ne, sondern eher bloß in unserem Kopf. Ich meine, möglich wäre es vielleicht. Warum sind hier...
ständig fliegen. Oder Motten, ich weiß nicht genau, das war in dem Gemeindedings auch so gewesen. Good morning, Agent Morgan. Did you sleep well? Morning, George. Dreamland was quite nice. You do look well rested. Oh, I was up practically all night doing paperwork. Thomas helped me out, so I was able to go home and get some sleep, but not enough. Diane got back into town late last night. We should give her a visit. Which means going to the art gallery, correct? She lives and works in the office there, so it's the only place to find her. The gallery is open from 10 to 1700. Time for some art appreciation. A cultural activity in such a small countryside town. Amazing, Zach. Okay, es ist Gott sei Dank genau 10 Uhr. Ich dachte, ich muss jetzt nochmal schlafen gehen. Ganz ehrlich, Alter, den sein Bartwuchs, ne? Ich meine, ich habe mir doch vorher angeguckt. Da war das noch nicht so viel gewesen. Krass. Wirklich krass. Das Problem ist, wenn ich jetzt wieder mit denen fahren muss. Ist das weit? Wo ist denn die Galerie? Okay. Ganz ehrlich, wir werden ja wahrscheinlich mit denen allen zusammenfahren. Und ich werde diesmal wirklich mit denen zusammen komplett kutschen. Also denke ich mal, dass ich mit denen, kutschen muss. The gallery is called Muses Gallery. The Muses were the 9 daughters of the goddess of memory in Greek mythology. Ah, it's just like Diane to name it that way. Is she that intelligent a woman? Oh, maybe. You'll see for yourself soon enough. Did you see how Emily reacted, Zach? I sense that this Diane is not popular among other women. I can't wait to meet her. The gallery is on the north side of town. Take the road along the lake and go north. Woo! Wir haben bloß noch zwei. Wir müssen eigentlich an die scheiß Tanke vorher, ne? Ups. Weil ich werde da niemals. Ich werde doch niemals bis dahin kommen, warte. Ich werde da niemals bis. Ich muss halt echt tanken. Wahrscheinlich auf meine Kosten noch. Das Ding ist, wir werden wahrscheinlich ein Gespräch haben, aber. Ganz ehrlich. Das ist so eine lange Fahrt, die werde ich diesmal wirklich rausschneiden. Ich warte jetzt bloß nochmal, bis wir das Gespräch hören können. Und dann, werde ich mich rausschneiden und dann sehen wir uns bei der Galerie wieder. Das würde sonst zu lange dauern, ehrlich. An art gallery in such a small town. Am I prejudiced to think that it doesn't seem to fit? Greenvale and every small town has every right to enjoy art. That's right. Small towns tend to be full of highly cultured people. Although, I can't say I've ever been to the gallery myself. George, what about you? Are you into art? Actually, yes. I like going to the gallery. It's very relaxing there. Really, George? I never knew that about you for all this time. Emily, please. I'm just as cultured as everyone else. Some people just have sides to them that you'd never expect. By the way, about Diane. Is she the type that isn't very appreciated by other women? Well, what do you mean? Exactly what it sounds like, Emily. Is she very attractive, especially to the opposite sex? So you're asking if she's sexy, right? Well, she does always wear high heels. And definitely, it's, hard to explain. But that doesn't make me biased, okay? She just seems to look down on people. She always has. I just don't like people like that. That must be because sex appeal has no effect on you. Now that's out of line. I'm sorry, Emily. I didn't mean to poke fun at you. You just reacted so strongly to Diane's name. I did not. It's like you're suggesting I'm the total opposite of her. Is that it? Oh, Emily. That's not what anyone is suggesting. Let's just drop this conversation, okay? Okay, das war's anscheinend mit dem Gespräch. Die Sache ist, wenn... Ich will bloß mal ganz kurz gucken auf der Karte, weil unser Benzin wird niemals reichen. Unser Benzin wird... Was ist das hier? Richards Haus. So, und da haben wir noch... Also wir haben noch nicht mal alle Leute aus der Stadt kennengelernt. Die Sache ist nur irgendwo, weil ich weiß nicht mal, ob ich zu einer Tankstelle komme. Und ich weiß halt nicht, was passiert.
Der General. Ich weiß halt nicht passiert, was in unser Dings leer ist. Also kann auch sein, dass zwischendurch noch irgendwie eine kleine Cutscene kommt. Ich müsste halt nicht die scheiß Karre tanken, ne? Dass irgendwie eine kleine Cutscene kommt und die mich dann voll meckert von wegen Benzin. Ansonsten sehen wir uns gleich in der Galerie wieder, ne? Also würde ich mal sagen, warte. Bis gleich. Looks more like an old mansion than an art gallery. Diane liked the building so much she turned it into an art gallery. She left the exterior untouched and had the insides redone. So she's rich. She bought this place, didn't she? Does that answer your question? Indeed it does. Well, George, Emily, I want to talk with Diane alone. Will you wait here for me? Don't tell me you still don't trust us. No, that's not it. But this is very important to me. I always make sure that I meet with the important ones, one-on-one. Otherwise, it's difficult to sense the subtle reactions of the suspect. This is just how I do things, and I'd appreciate your understanding. But, go on then. You're not gonna listen to us anyway, are you? You're starting to understand me, George. Well then, Zach. Let's go and meet Lady Diane. Hello? Hello? No reply. Let's take a look around then, Zach. Das kommt mir doch irgendwie ein bisschen bekannt vor. Und der Sprit hat gerade so gereicht. Was aber unglaublich nervig ist, wenn der unter 10% fällt, dass dann da anfängt zu piepen wie blöde, Alter. Wer hat denn sich den Scheiß ausgedacht? So, was ich gleich mal machen werde, weil ich gehe mal stark davon aus, hallo, wo ist denn, hier. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir, wahrscheinlich gleich eine Sequenz haben, wo ich, oh, also die vielleicht ein bisschen länger gehen könnte, aber wo ich dann vielleicht auch, Folgenende machen werde und dann auch erstmal Aufnahmepause. Ja, ist das, glaube ich, hier ganz gut, weil sonst immer dieses Gefahr und bla, deswegen, auch wenn da halt mein Name steht, das, naja, stört mich jetzt nicht weiter, weil, ja, die, die es interessiert, ist halt bekannt, also ist jetzt nicht so, dass ich ja irgendein Hehl draus mache. Anfangen kann man damit, glaube ich, eh nicht so viel. Oh. Ist das die, die wir befragen sollten? Weil mein Dings führt mich eigentlich woanders hin. Warte mal, ich will mal kurz, bevor ich mit ihr rede. Ich muss mal gucken, ob wir hier oben irgendwas haben. Ich will halt nicht aus Versehen, ne, was übersehen. Aber bisher war das im Spiel, ehrlich gesagt, noch nicht so wirklich möglich gewesen. Okay, ich glaube, wir müssen erst mit ihr reden, bevor wir dann irgendwie weiter nach hinten kommen. Hätte ja sein können, dass wir von hier oben irgendwas erkennen können, aber halt diese Skulptur, ich weiß nicht, die erinnert mich halt irgendwie das, was wir beim Baum gesehen haben, zumindest irgendwie so einigermaßen an. Vielleicht kann ich das auch observieren. Mindestens 5 Meter hoch. Sehr groß für ein Kunstwerk. Spitze Äste, scharfe Blätter. Es zeigt von gutem Geschmack, uns mit einem so tollen und spitzen Werk zu begrüßen, nicht wahr, Zack? Und da können wir, glaube ich, wieder raus, oder da müssen wir wahrscheinlich hin. Mal gucken, ob das jetzt ist, ob das die Dame ist, ne? Größe? Hello, Olivia. Do you like art? Yes. Yes, I do. Well, I mean, I like trees. Trees. Okay. Ah, but I see because these are all tree paintings. Do you come here often then? Oh, well,
No. Just sometimes. I'm sorry, I really need to get back to the diner. Zach, she was lying about something. She said trees, not paintings of trees. She doesn't need to come here to see trees. There's tons of trees outside. Okay, das war nicht die Tante, die ich gedacht habe. Ich dachte, das wäre erst die. Die hieß ja da ja nicht Olivia. Bin ja doof. Aber sie hat was fallen lassen. Olivias Notizen. Können wir die wenigstens noch lesen? Schlüssel zur Galerie? Komme ich jetzt hier überall rein? Ich weiß ja nicht, ob dann vielleicht eine Tür schon noch verschlossen war. So, was ist aber. Bäume im Zwielicht. Ein schönes Bild mit 6 Bäumen in Lichter eines Sonnenuntergangs. Sieht fast aus wie Feuer. Ich sollte lieber nicht da rein. Warum nicht? Okay, könnte vielleicht die Damentoilette sein. Dann wirklich nicht da rein. Kann auch sein, dass wir den Schlüssel unbedingt bräuchten, um hier überhaupt erstmal rauszukommen. Wo wir dann doch dahin finden. Und was halt auffällig ist, schon wieder. Mir ist das aber erst wirklich im Dings aufgefallen, hier in dem Versammlungsräumchen, sag ich mal. Die ganzen Viecher, die um uns herum schwirren. Ich meine, oder halt das zu sagen, ich sollte vielleicht duschen gehen und ich stinke. Ich weiß nicht. Okay. Lustiges Geräusch. Sind die halt wirklich nur um uns rum? Muss ich halt wirklich mal zwischendurch duschen gehen? Habe ich auch irgendwie eine Anzeige? Nee, oh, ja, das muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, der... Hat der nicht sogar gesagt, er stinkt nach Großstadt irgendwie so, nach dem Motto? Aber das heißt ja nicht, dass er... Ich finde es irritierend. Ich hätte mir das vielleicht nicht angucken sollen. Okay, dann wollen wir doch mal mit ihr... Was ist das hier? Die Tür ist nicht verschlossen. Ja, dann rein da. Mal gucken, weil sobald wir sie finden, werde ich mich wahrscheinlich eh wegblenden und dann ist Folgenende. Aber das hatte ich ja, glaube ich, schon erwähnt. Okay, hier könnte ich nochmal weiter runter. Wir wollen sie aber erstmal treffen. Und das mit diesen dämlichen Fliegen, heißt das wirklich, wir sollten vielleicht mal... Oder einen Anzug wechseln oder so? Weil das könnte auf Dauer schon nervig werden. Es ist abgeschlossen. Ja, gut, dann... Oh, ich brauche noch einen... Aber ich habe keins, ne? Oder ich brauche einen Code. Ich brauche einen dreistelligen Code. Okay, hab ich nicht. Zach, something is still missing. We need more clues. Naja, wir haben... Kann ich mir die Notiz angucken? Wir haben noch eine Notiz gekriegt. Karte Schlimmark? Ach so, das sind... Ah, okay, okay. Sammelkarten. Profile Status, Falkweg. AG Diner. Hier, Entschuldigung. Aber. Naja, Objekte. Kann ich mir das angucken? Raum bei Sonne, rote Blätter, tanzende rote Schmetterlinge. Olivias Notiz. ABC. Warum bei Sonnenuntergang? Das ist das Erste, was wir uns angeguckt haben. Warte mal, da muss ich da nochmal hinlatschen. Kann halt ein Hinweis darauf sein, wo war denn das jetzt? Shit. Kann halt ein Hinweis darauf sein, für den Code. Da musste ich da nicht irgendwie noch... Ach, das war hier. Dass wir uns das nochmal kurz ankicken, ob da irgendwie eine Nummer steht. Weil dann kann man sich ja zusammenreimen. Ich kann es bloß observieren. Okay, mit 6. Das könnte eine 6 sein. Und ich schätze mal, die anderen Gemälde, die ich finden muss, da muss aber auch was Rotes dabei sein, ne? Hatte ich jetzt hier weiter nicht gesehen.
Sollte also theoretisch nicht so schwer sein, die zu finden. Außer ich kann mir wirklich alle Gemälde angucken. Nee, kann ich nicht. Also das, wo wir hin müssen, da ist auch so ein rotes Getüdel unten drunter, theoretisch, sage ich jetzt mal. Okay, notfalls, wenn das zu lange dauert, kann ich hier sogar speichern. Okay, ich kann jetzt noch nicht weg. Ja, das ist schön. Okay, Innenhof. Kann ich hier spannern? Das ist das Büro, aber ich sehe da ohne Schweiter. Also ich setze jetzt einfach mal darauf, dass da irgendwas Rotes ist und ich das halt anhand des Hinweises so verstehen muss. Ah, hier zum Beispiel. Aber toll, fehlt. Hier hängt ein Bild auf dem Schild. Steht Tanz roter Schmetterlinge. Aber das Bild selbst ist nirgends zu sehen. Supi. Supi, supi, supi. Warte mal, bei Objekte war das gewesen, ne? Nee. Das wäre das letzte gewesen. Und rote Blätter. Ich schätze, das zweite wird noch hängen. Und das muss irgendwo liegen. Weiß ich nicht, weil die doofe Galerie ganz... Ach, hier. Kannst dich gefühlt auch verirren. Okay, observieren. Herbstblätter, ein schönes Bild mit vier. In ihrem rötlichen Herbst mit vier Bäumen. Okay, sechs Fragezeichen vier, ne? Tanz war das dritte. Oder... Oh. Tanztablette war ja das dritte, ne? Oder ich muss raten. Ich könnte vielleicht auch raten. Ich würde wahrscheinlich auch schneller gehen, bevor ich hier alles absuche. Warte mal, wo war das jetzt hier gewesen? Tanzbar das vierte. Okay, 6, 4. Ich schätze mal 2. Ich weiß es nicht genau. Ich habe das Bild halt auch nirgendwo rumliegen gesehen. Ich kann jetzt noch nicht weg. Jo. Kann auch sein, dass das auf der anderen Seite irgendwie liegt. Es muss ja irgendwo auf dem Boden sein. Aber wie gesagt, bevor ich hier Ewigkeit... Muss mal gucken, wie lange das dauert. Ich meine, die ersten zwei haben wir ja. Wird, glaube ich, schneller gehen, wenn ich so probiere. Ich probiere mal 642 aus. Zack, something is still missing. We need more clues. Okay, mal gucken, ob ich das schnell überspringen kann. Ich dachte nämlich erst, juhu, das ist offen. Okay, 6, 4, 1. Nein, nicht die 7. Okay, dann war es 6, 4, 1. Ich dachte, da kommt noch irgendwas oder das ist wieder falsch. Aber gut, es blinkt ja grün. Also wir konnten durch. War jetzt nicht so schwer. Oh, und wahrscheinlich dann bis morgen. Like I said, there's no point in you having this. I can put it to far better use. I'm taking it with me, okay? That's fine by me then, as you wish. The FBI agent, right? Just wait a moment, please. I'll be right with you. So there's no way you could have been at the scene of the crime. That's right. I was drinking at the bar with Nick until early morning. I'm sure if you ask him about it, he'll say the same. Very well. I'll be sure to do that. But one other thing. That argument with Carol just now. She's always like that. She thinks of me as an enemy, always bickering at what I say. Is there any reason for that? Perhaps because someone she liked ended up with me in my bed? That would explain it, yes. If I may be so bold, who was the lucky man? Oh, I sleep with anyone I wish. Anyone I prefer to sleep with. I guess she had her eye on one of them, but I don't know who it was exactly. I could sleep with you, if you like.
I'm flattered by your offer, but I don't think that would be appropriate. You're exactly the kind of woman a man in my job should never get involved with. Isn't that a shame, darling? I'll be frank. Right now, you are not a suspect. But both Zack and I are certainly feeling shaky about you. If you want to remain in the clear, just watch yourself from now on. Oh, you don't know, do you? Artists and art lovers, we love a good thrill. Thank you for your help. I have nothing further to ask you at the moment. Goodbye.